Ihr habt danach gefragt und mit diesem Video bekommt ihr es, mein Ranking der besten und denkwürdigsten Tode aus The Lost World Jurassic Park 2. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf Platz 10 habe ich Dr. Robert Burke verfrachtet. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer zum Teufel ist es? Das ist dieser Kerl hier, der aus irgendeinem Grund in das offene Maul des T-Rex reinrennt, weil eben so eine Schlange hinten im Nacken rumkrabbelt. Und das ist ein Tod, den ich auf den letzten Platz gesetzt habe, weil er, glaube ich, mitunter der unnötigste Tod in der gesamten Jurassic-Reihe ist. Sehe ich das irgendwie falsch? Also ich fand das schon damals als Kind. Ich meine, ich war 8, als ich da im Kino gewesen bin. Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und schon damals dachte ich mir, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also es ist so ein bisschen sinnbefreit, warum er dann panisch in das offene Maul des T-Rex reinrennt, weil ihm da so eine Schlange hinten reinkrabbelt. Ey, Menschen reagieren, wie sie reagieren, wenn sie eben panisch werden. Aber das kam so aus dem Nichts heraus nach dem Motto, ey, yo, wir brauchen gerade mal noch einen Tod. Ja, lass mal den Typ da killen. Check. Und deswegen, ja, für mich ganz klar auf Platz 10. Auf Platz 9 haben wir dann die Crew-Besatzung vom Schiff, das den T-Rex eben von der Insel aufs Festland bringt. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, weil hier eben die Frage sich stellt, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Der Arm des einen Crewmitglieds hängt noch da, der Rest scheint komplett weg zu sein, also die scheinen alle gefressen worden zu sein. Der T-Rex aber, der der einzige Saurier auf dem Schiff ist, ist immer noch eingesperrt und da hat man nicht so ganz verstanden, was da jetzt wirklich passiert ist. Wie gesagt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt, wo wir so ein bisschen darauf eingehen, was ursprünglich geplant war im ursprünglichen Drehbuch und Skript, wie das Ganze hätte aufgelöst werden sollen. Letztendlich haben wir aber eben das bekommen, was wir jetzt auch hier bekommen haben im Jurassic Park The Lost World Film und die Szene war so seltsam. Man hat einfach nicht verstanden, weil sie auch so aus dem Kontext herausgeschnitten war. Diese ganze Sache mit dem T-Rex war schon so ein bisschen seltsam. Okay, jetzt kommt er irgendwie aufs Festland. Man packt an den Film noch irgendwie so einen Bonus hinten dran. Ich mochte ja die Szene mit dem Rex in der Stadt. Ich fand das ziemlich cool. Aber der Grund, warum er eben ausgebrochen ist, das hat man nicht so wirklich verstanden. Aber der Effekt war eben doch da, weil dann die Kamera am Anfang erstmal nur diese Hand zeigt und dann fährt die Kamera nach hinten weg und dann sieht man, dass dann nur noch dieser Arm hängt. Der Effekt, der war dann doch irgendwie ganz cool. Wenn man die Szene aber hinterfragt, ist es sehr schwierig, da einen logischen Sinn hinterzufinden, was denn da wirklich passiert sein könnte. Deswegen leider auf Platz 9. Auf Platz Nummer 8 haben wir in diesem Fall keinen menschlichen Tod, sondern den Tod des Hundes. Ja, wir kommen jetzt also wieder in die Stadt zurück, wo der T-Rex Randale macht. Und diese Szene, wo der Hund stirbt, die fand ich immer schon so schade einfach, weil ich mir denke, wenn der Hund einfach die Schnauze gehalten hätte, wäre er auch gar nicht gefressen worden. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, an sich warst du selbst dran schuld, aber weiß nicht, so dieses arme Tier, der hat ja wirklich nur versucht, das Haus der Herrchen zu verteidigen und musste dann eben dafür sterben. Deswegen kann man vielleicht sogar sagen, es war irgendwie ein Heldentod, der aber eigentlich halt total in die Hose gegangen ist, weil der Hund hat einfach nichts bewirkt, also einfach gar nichts bewirkt. Und deswegen muss ich sagen, der Tod des Hundes landet bei mir auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 haben wir Carter. Carters Tod ist mir damals als Kind sehr stark im Kopf geblieben, weil ich kann es ganz schwer beschreiben, was ich damals da für einen Eindruck von sowas hatte. Um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was denn da eigentlich wirklich vorfällt. Carter flüchtet vor einem T-Rex, fällt aber eben hin und dann beginnt schon die ganze Misere so ein bisschen, wo ich mir denke, diese arme Sau. Keiner von seinen Leuten versucht ihm wirklich aufzuhelfen, nein, die rennen alle über ihn drüber und ganz zum Schluss wird er dann eben vom Fuß des Tyrannosaurus Rex zermatscht. Aber das reicht noch nicht, nein. Der Rex zieht den zertrampelten, toten Körper von Carter noch an seinem Fuß hinter sich her, das heißt, Carter klebt dann so unten am Fuß mit dran und die Kamera bleibt schön draufgeschwenkt, bis er dann nach dem dritten Schritt, was glaube ich, einfach nur leblos im Wasser liegen bleibt. Und das ist halt so eine gemeine Szene, weil Carter war an sich auch kein schlechter Kerl. Er war halt nur so ein bisschen verpeilt. Ich meine, er war auch eigentlich der Grund gewesen, warum dann später Dieter gestorben ist. Zu dem kommen wir noch, weil er einfach Kopfhörer auf hat, während er so eine Mission irgendwie absolvieren sollte. Und er ist halt so ein verpeilter Dude gewesen, der dann aus dem Grund gestorben ist, da seine eigenen Leute ihm nicht geholfen haben. Und deswegen hat er mir ein bisschen leid getan. Auf jeden Fall für mich ganz klar Platz 7 ist Carter. Platz 6 habe ich den Velociraptor, den Kelly tötet oder zumindest verwundet. Also wir sehen nicht genau, ob der Raptor wirklich stirbt. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass er gestorben ist, weil er ja diesen Spieß durch den Körper durchgestoßen bekommen hat. Und so dumm diese Szene auch war, und ich verstehe auch nicht, warum man sie unbedingt mit einbauen musste, um zu zeigen, na, wisst ihr noch, wir haben doch erwähnt, dass Kelly Turniersportlerin war,
Und jetzt macht die da irgend so Flickflacks und der Raptor rafft's halt auch nicht und wird dann einfach von ihr da runtergestoßen. Ist ein dummer Tod, aber irgendwie hat mir der Raptor damals und immer noch, wenn ich das heute sehe, leid getan. Ich weiß nicht, wir sollten eher mit den Menschen sympathisieren, ja, weil die Raptoren und die ganzen Saurier werden ja doch ein bisschen mehr als die Monster, als die Bösen dargestellt. Aber irgendwie habe ich immer mit dem Raptor sympathisiert, weil ich weiß nicht, diese Szene war einfach nur so doof, dass ich persönlich, ich gönne es Kelly nicht, dass das funktioniert hat, eben weil das so eine bescheuerte Idee ist, sich so mit einem Velociraptor anzulegen. Deswegen, naja, ich bin auf jeden Fall da, Team Velociraptor. Und dessen Tod landet bei mir auf Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 ist mit einer der für mich ikonischsten Szenen der gesamten Jurassic-Reihe. Ich weiß nicht wieso, aber diese Szene ist bei mir so stark hängen geblieben, dass ich immer wieder anfange von ihr zu reden, wenn ich über bestimmte geile Szenen aus dem Jurassic-Franchise spreche. Als ich klein war, habe ich es immer die Raptorenwiese genannt. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch direkt, wovon ich hier spreche. Nämlich die gesamte Crew, die von den Raptoren in diesem hohen Gras gefressen wird. Die Szene ist einfach ziemlich cool, weil sie zeigt, wie Velociraptoren koordiniert diese Leute ausschalten, nahezu unsichtbar. Die wissen ja gar nicht, was passiert. Als sie dann anfangen zu checken, was wirklich abgeht, ist es schon viel zu spät. Die Raptoren haben bereits ihre Stellung eingenommen, die haben wie so Posten eingenommen, wo man dann auch sieht, dass die wie so Pfeile immer näher, immer enger an ihre Opfer rankommen. Und die dann eben fressen. Warum die Szene nicht höher gekommen ist, ist ganz einfach der Grund, da das Ganze doch relativ offscreen passiert, beziehungsweise aufgrund des hohen Grases wurde natürlich der Gewaltgrad sinnig entfernt. Das heißt, wir sehen nie wirklich, wie jemand stirbt, wir sehen eben nur, wie die Leute wie so runtergezogen werden von den Velociraptoren. Und deswegen ist diese Szene mit einer meiner Lieblingsszenen, was aber die Tode angeht, muss ich sagen, da ist Platz 5 für mich. Ich hatte ihn bereits angesprochen, Dieter Stark, der gestorben ist aufgrund dessen, dass Carter einfach mal Musik hören musste mitten im Wald, ist bei mir auf Platz Nummer 4 und wahrscheinlich der Tod, der mich damals als Kind am meisten geschockt hat. Erinnern wir uns nochmal ganz kurz zurück an Jurassic Park 1, wo wir den kleinen Dilophosaurus eingeführt bekommen haben, der noch relativ niedlich wirkt und sich dann auf einmal als ein wahres Ungeheuer entpuppt, wenn dann der Kragen aufgeht und er fängt an, dieses Gift zu spucken. Und einen ähnlichen Effekt hatte diese Szene auch. Nur ich fand die noch ein bisschen heftiger. Dieter Stark fällt den Kompis zum Opfer und die sind ja dafür bekannt, eigentlich nicht allzu viel ausrichten zu können, weil sie eben sehr klein sind. Das heißt, die können nur durch ihre pure Masse irgendwie einen Feind oder ein Opfer überrumpeln. Wenn man genau drauf achtet, dann merkt man, dass Dieter Stark in dieser Szene wirklich stundenlang vor den Kompis flüchten muss, weil sich zum Teil das Lichtbild auch verändert. Das heißt, wir bekommen mit, wie langsam eine Dämmerung beginnt. Der muss dann wirklich stundenlang vor diesen Kompis flüchten, bis er irgendwann einfach nicht mehr kann. Er fällt über einen Baumstamm drüber und schafft es anscheinend nicht mehr aufzustehen. Das Ganze sehen wir nicht wirklich. Wir sehen dann nur noch, wie die Kompis über den Baumstamm drüber springen und ihn dann scheinbar fressen. Für mich eine unfassbar ikonische Szene, die auch wirklich zeigt, ja, die Kompis haben auch eine Art von Strategie, nämlich ihre Opfer so lange zu jagen, bis sie müde sind und schwach sind und sich eben nicht mehr wehren können. Und genau dieser Taktik ist Dieter Stark zum Opfer gefallen. Für mich ganz klar verdienter Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 ist Peter Ludlow, der ja irgendwie seinen Tod auch verdient hat, obwohl das immer so fies dahergesagt, weil an sich ist er einfach nur ein Trottel gewesen. Er ist radikal in bestimmten Dingen, aber er war im Endeffekt einfach nur ein Depp, der nicht genau wusste, wann er aufhören sollte. Ich meine, Ian Malcolm hat mit ihm auch darüber gesprochen, was für eine dumme Idee es ist, die Saurier aufs Festland zu bringen. Dann kommen die Saurier aufs Festland und Peter Ludlow muss ja live miterleben, wie der T-Rex einfach komplett eskaliert und es sterben Menschen und es gibt einen Riesenhaufen an Zerstörung. Aber er lernt nicht aus seinen Fehlern und versucht dann eben wieder den Baby-Rex einzufangen und wird dann eben auch von dem gefressen, weil der große T-Rex ihm quasi einmal in den Bauch reinbeißt, was eigentlich schon sein Todesurteil war, und dann wird er dem kleinen Rex zum Fraß vorgeworfen. Das war eben auch wieder so ein Tod, wo man sich denkt, das hätte nicht sein müssen, Mann. Hättest du einfach kurz vorher gesagt, ich höre jetzt auf, wäre das alles nicht passiert. So hast du aber leider den Tod gefunden durch den kleinen T-Rex, den du übrigens auch kurz vorher gequält hast. Übrigens in einer Szene, die wir nicht im Film gesehen haben, bekommen wir mit, dass der besoffene Peter Ludlow nämlich dem kleinen T-Rex am Boden festkettet und ihn erst verletzt. Also das war nicht Roland, das war Peter Ludlow. Die Szene hätte man im Film lassen sollen, weil damit wäre der Tod noch ein bisschen gerechtfertigter gewesen, weil sich dann der kleine T-Rex quasi an Peter Ludlow rächt. Und mit diesem wundervollen Akt der Rache hat Peter Ludlows Tod Platz Nummer 3 erreicht. Was könnten jetzt noch die beiden zwei letzten Plätze sein? Ich glaube, einen Tod habt ihr alle noch auf dem Schirm, aber ich wette, den folgenden habt ihr nicht auf dem Schirm. Platz Nummer 2 ist der Tod des Typs auf der Straße. Wer ist der Typ auf der Straße? Der Typ auf der Straße ist eigentlich jemand, der überhaupt nicht in dieses ganze Jurassic
Franchise-Ding involviert ist. Das ist ein Typ, der einfach nur vor dem T-Rex flüchtet, sich dann in seiner Panik irgendwie dazu entscheidet, eine Abbiegung zu machen und vor dem T-Rex wegzurennen in eine Richtung, wo einfach mal eine Tür ist, die er erst hätte aufmachen müssen, und dann wird er vom T-Rex gepackt und stirbt. Warum die Szene auf Platz 2 ist? Einfach, weil ich die damals und wirklich eine ewig lange Zeit sehr schrecklich gefunden habe. Ich weiß noch, wie ich damals im Kino gehockt habe, mit meinem Bruder zusammen. Meine Mom hat mir immer irgendwie die Augen zugehalten, wenn sie auch nur ansatzweise gedacht hat, dass irgendwie ein Tod passiert. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe im Kino von Jurassic Park 2 immer nur den Mom-Cut gesehen. Bei dieser Szene hat sie es aber irgendwie nicht kommen sehen oder einfach vergessen, und dann sieht man, wie der Typ ja gepackt wird. Der T-Rex beißt zu, man hört, wie irgendwas knackt, und der Typ fängt an, nur noch so zu röcheln. Und ich habe meinen Bruder angeguckt und ihn eben gefragt, warum hat er jetzt so Geräusche gemacht? Und mein Bruder hat dann ganz locker gesagt, ja, der T-Rex hat ihm halt gerade die Wirbelsäule durchgebissen und er ist erstickt, während er lebendig gefressen wurde. Es ist für mich einer der heftigsten Tode, weil er einen so uninvolvierten Charakter nimmt, einfach einen Statisten nimmt, also eine Figur, die überhaupt nichts damit zu tun hat, die wahrscheinlich unschuldiger ist als jede andere Figur, und der wird einfach gefressen, auf so eine bestialische Art und Weise. Wie gesagt, er erstickt, man hört ja noch, wie er röchelt, weil der Rex ihm wohl die Wirbelsäule durchgebissen hat, und dann frisst er ihn trotzdem noch lebendig auf, und das ist schon ziemlich fies. Es wird natürlich verdeckt durch das Auto, aber im Endeffekt kann man sich dann schon selber denken, was da abgegangen ist. Und deswegen ist der Typ auf der Straße für mich Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 ist der Tod einer Figur, bei dem ich sogar sagen würde, das ist Platz Nummer 1 im gesamten Ranking, was alle Tode im gesamten Jurassic-Franchise angeht. Ich finde den Tod von Eddie Carr mit am schlimmsten, weil Eddie stirbt den typischen Heldentod. Das ist so ein Tod, den hätte ich mir irgendwie in Jurassic World Dominion für Henry Wu gewünscht. Achtung, Spoiler zu Jurassic World Dominion. Henry Wu macht dann ja seinen Twist und ist dann auf einmal wieder der Good Guy und wird dann damit geläutert, indem er am Ende die Heuschrecken freilässt, die er jetzt genmanipuliert hat, damit die Plage ausstirbt. Man hat sich in Jurassic World Dominion einfach nicht getraut, einen der Hauptfiguren sterben zu lassen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, gab es in Jurassic World Dominion keinen einzigen relevanten Tod. Außer der von Louis Dutchson, und der ist auch offscreen passiert. Was eigentlich schon irgendwie doof ist. Zurück zum Thema zu kommen. Eddie Carr stirbt den ultimativen Heldentod. Er versucht, seine Freunde, die über der Klippe hängen und dem Tod geweiht sind, mit seinem Auto zurückzuziehen. Während Eddie also dabei ist, mit seinem PKW zu versuchen, diesen Riesenapparat, dieses Riesentrumm aus der Schlucht hochzuziehen, tauchen von hinten die beiden T-Rex auf. Jetzt hat Eddie die Wahl. Entweder ich flüchte eventuell in den Wald und habe noch irgendwie eine Chance zu überleben, oder ich rette meine Freunde. Eddie entscheidet sich einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt seine Freunde zu retten. Eddie verschwendet keine Sekunde damit, auch nur irgendwie darüber nachzudenken, ey, ich hau jetzt ab, ich lasse meine Freunde sterben. Sogar als die T-Rex schon links und rechts neben ihm waren und man hier einfach sagen könnte, gut, was soll er jetzt auch noch machen, soll er immer noch abhauen? Ey, in Panik hauen Menschen ab, auch wenn es dumm ist. Erinnern wir uns nochmal ganz zurück an den Typen, der wegen der Schlange gefressen wurde, weil er einfach Panik bekommen hat und nicht mehr nachgedacht hat, was gerade abgeht. Eddie ist sich aber der Gefahr vollkommen bewusst, er zieht das Ganze bis zum Schluss durch. Er stirbt dann, weil sein Betäubungsgewehr an so einem Netz hängen bleibt. Er wird dann von einem T-Rex gepackt, in die Luft geschleudert, von dem anderen aufgefangen, in zwei Teile gerissen und ist tot. Aber durch Eddies Einsatz haben unsere Helden Ian Malcolm, Sarah Harding und Ian Malcolms Tochter den Fall in die Schlucht überlebt. Weil sie nur durch Eddie genug Zeit gehabt haben, Sarah unten aus dieser Scheibe, aus diesem zerbrechlichen Glas herauszuholen. Eddie ist für mich einfach ein wahrer Held. Und wenn du das genauso siehst wie ich, schick mir einen Hashtag Herz für Eddie in die Kommentare rein, damit wir Eddie Carr und seine wirklich heldenhafte Aktion einfach ehren können. Platz 1 für mich, Eddie Carrs Tod. Mein Held. Und damit ist auch dieses Ranking schon wieder vorbei. Wir machen bald mit Teil 3 weiter. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Schreib mir mal dein Ranking unten in die Kommentare rein. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwen übersehen? Was hältst du von meinem Ranking? Und damit bin ich raus für heute und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.